live im Garten. Heute ist Sonntag und wir lassen es uns heute ganz recht gut gehen. Bitte schön, jetzt gibt es eine kleine Schwarzwälder Kirsch. Jetzt trinken wir mal Kaffee. Das ist unser zweites Frühstück. Wir haben ja heute frisch gefrühstückt. Gell? Und ich tue dann alles, was hier schön blüht, einmal filmen, weil das ist sehenswert. Gell? So, jetzt trinken wir Kaffee. Und live im Garten. Wir haben jetzt gerade Kaffee getrunken. So, schau her, was da alles wächst. Donnerwetter noch einmal. Das wären runde Zucchini. Mit denen können wir dann am Handel wahrscheinlich gehen. Gell? Aber überhaupt keine Kartoffeln und Knoblauch und ach Gott, was da alles wächst. Naja, die Distel, die ist uns irgendwie zugeflogen. Ist aber für ein Prachtstück, gell? Ein absolutes Prachtstück. So, da hinten ist das nächste Prachtstück. Das liegt da und hechelt. Jawohl. Es ist einfach alles so schön jetzt. Schau her. Ganz schön. Also, jetzt gehen wir noch mal zum berühmten Tomatenhaus. Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren. Wir haben alles. Da haben wir die Tomaten im Haus. Schau her. Müssen wir heute auch was machen, weil da zu viel drin wächst. Wenn wir heute mal ein wenig ausdünnen. Hier kommt der Kürbis, das wird Hokkaido. Da hinten sind noch einmal Stachelbeeren, gell? Holler. Das sind ja so buscht. So. Ganz viele Kapuziner hier. Jedes Kernel, wo ich reingesteckt habe, kommt. Jedes. Ist auch schon ist auch viel. Jedes. Ein schöner Anblick hier schon her. War schön. Ach ja, also siehst du mal. Ich meine, wir sind die größten Fans von unserem Garten offenbar, gell? Wir machen das schon gern alles. Wir waren zwar gestern fertig, aber wir waren das erste Mal gestern Abend bis abends um 10, fast 10 Uhr, waren wir draußen. Der kommt auch, die waren ja kaputt. Das sind Zitronenbäume, die sind über 20 Jahre alt. Und jetzt wollten, aber nein, mein Mann sagt dann, ja nicht, die kommen noch nicht weg. Und muss man echt sagen, die Geduld zahlt sich aus, da kommt wieder was. So, jetzt geht's weiter hier im Text. Die Fahne, ja, aber man muss ja, wenn sie in die Töpfe sind, schon Eich gießen, gell? Die Fahne, der wird auch blühen bald. Das ist ein Oleander. Ja, so. So. Das sind solche, ich weiß auch nicht, was das ist. Vernett wirklich. Aber da hat es geheißen, die sind sehr hitzebeständig. Das ist was Schönes, den muss ich erst erholen, den habe ich erst eingepflanzt. Das ist unser schwedischer Efeu hier, aus Amerika noch. Vor 40 Jahren eingeflogen. Na, da hinten stehen die Bananen. Die waren zuerst in der Sonne, habe ich gerügt. So, schau her. Ist das ein Fan? Ist das ein Fan? Und ist das der Storchschnabel? Schau her, schön, oder? Da geht's zur Dusche. Da denkst du, stehst im Dschungel, ne? Bei der Dusche. Denkst du, stehst im Dschungel. Weg da. Schau her. Da denkst du, du stehst im Dschungel. Da sieht dich kein Mensch. So, jetzt gehen wir weiter. Die Dinge sind ja bekannt, die Terrasse. So. Heute fliegen sie aber schon wegen. Ein bisschen. So, das ist was Schönes da. Schau mal her, wie der blüht. Der hat vor letztes Jahr nur ganz, 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 ganz kleine Blüten gehabt. Und so was Schönes heuer. Da sieht man mal, ich habe überall bei so Gräserdingern reingesteckt. Und die kommen überall. Da, das war das Zeug, wo sie. Kommt auch alles. Kommt alles schon, ja. So, Hortensien, ja, da. Weiß ich nicht, also blühen werden sie heuer bestimmt nicht mehr. Sind wir nicht froh, dass sie überhaupt wieder kommen sind, oder? So, da haben wir, ich sage halt Studentennelken, gell? Die haben so einen anderen Namen. Da schon, ja. Farne, das ist ein Storchschnabel, aber der blüht nicht, der hat noch nie blüht.
Der muss vielleicht ein wenig älter werden, gell? Der Storchschnabel. So, schau her. Da sind dann die, da wo unser kleiner Teich ist. Oh, da hinten. Ach so, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Naja. So, schau her. Herrlich, oder? Der Nachbarin ihre Margeriten. Unsere sind jetzt im vorderen Garten, habe ich jetzt schon mal alle abgemäht, habe es aber liegen lassen, sodass sie sich ein bisschen besser vermehren. Na? So. Ja, schön. Alles schön. So, jetzt kommen wir ein bisschen, da ist jetzt noch ein bisschen Schatten. So, das ist dann diese Seite. Das ist dann die Seite. Und das Allerschönste ist, wenn sich das dann abends alles von selber illuminiert. Das ist dann wirklich schön. Die Rose, vor Bayern hat es noch gerochen. Weiß man nicht. Ich habe vorhin nochmal nach. Eigentlich nicht. Eigentlich riecht sie nicht. So. Die habe ich gekauft jetzt. Mal gestern einpflanzt. Das ist noch nicht da, aber das sieht man schon. Ne? Die Waldrebe, die kriegt wieder ganz kleine Dingerlein. Das ist die ausgegrabene. Also die danken sein für wirklich. Gell? Die Natur, die dankt es einen. Und wie? So, jetzt. Ja, jetzt gehe ich nochmal rauf am Balkon, weil vorhin habe ich einen Balkon aufgemacht. Und da war es so schön, das Bild von oben. Das mache ich jetzt auch noch. Da gehe ich jetzt hoch. Das noch schnell. Weil das wird jetzt wirklich immer so rosa. Schau her. Ja. Die sitzt auf der Terrasse. So, jetzt gehen wir mal hoch. So, jetzt sind wir am Balkon. Jawohl, schau her. Das ist jetzt die Sicht quasi von oben. Das ist schön, ne? Schau her. So, jetzt langt's, gell? Jetzt waren wir live. Ich schwitze jetzt wieder neu. Jetzt gehen wir wieder runter. So, das ist oben, das ist unser Büro.